So, da sind wir wieder bei Trine 2 und wir sind immer noch in diesem komisch aussehenden Verlies unterwegs. Und ich rieche irgendwie wieder Zerg. Das kommt wahrscheinlich bei den riesigen Spinnennetzen hier. Ich will an die Erfahrung ran. So, dankeschön. An die große da oben komme ich leider irgendwie nicht ran. Ich frage mich, wie waren die rankommen soll. Kann ich hier irgendwas einkeilen? Vielleicht, dass das Zahnrad stehen bleibt. Sieht nicht so wirklich danach aus. Ich könnte hier was einkeilen, da bleibt das Zahnrad stehen. Ja, genau, das andere drüber auch, aber das da kann ich, glaube ich, nicht zum Stehenbleiben bringen. Nö. Und da sind die besagten Zwerg wieder. Die wir einfach einfrieren sollten. Stirb. Ja, an die Erfahrung da oben komme ich aber ran. Sofern mir der hier nicht im Weg steht. Aber nicht mit dem Pfeil. Nein, ich meine die Pfeile bitte. Danke. So. Und da muss ich mich dann wieder hochspringen. Ah, und schon wieder Säure. Ah, genau. Das kann man auch wegsprengen, so wie das aussieht. Und da gibt es was zum Hochschwingen. Und noch mehr Erfahrung. Schön. Und hier rüber. Also, das ist halt ziemlich düsterer Platz hier. So, hier möchte ich hoch, bitte. Na, Explosionsfässer will ich nicht so unbedingt haben gerade. Kommen wir an die Erfahrung ran. So ein Gewicht hier unten, das uns hier unten im Gleichgewicht hält. So kommen wir wenigstens an die eine ran. So kommen wir an die kleinen ran. Ich will aber auch an die großen ran. Explodieren. Danke. So, ganz vorsichtig und hab ihn. Wow. Nein, das will ich nicht. Ich wollte eigentlich das Ding bewegen. So, ich will wieder hier. Ich will wieder hier nach oben, bitte. Danke. Wieder ein Gewicht hier drauf. Und das Ding kann ich leider nicht auslösen auf die Art. Also lösen wir es auf die Art aus. So. Sehr schön. Wieder ein Checkpoint und da oben ist mal wieder eine Truhe.
Hallo. Jawohl, so was ist schön. Zwei auf einem Streich. Wieder ein Sammlergebiet, unheimliche Dinge. Die Schwester verloren, die Nacht bricht herein. Nur eine kann wirklich die Königin sein. Ja, das klingt wirklich so danach, als ob die eine Schwester... leider nicht mehr so ganz frisch ist. Bro. Und das war nicht so schön. Ja, das war der Stufenaufstieg. Und zweiten hätte ich verloren. Dann müssen wir ganz schnell zurück zum Checkpoint. Ja. Und gucken wir den Stufenaufstieg an. Ja, Upgrade kaufen, 4 Objekte. Sehr schön. Das hier ist echt mies. Jetzt müssen wir warten, bis die grüne Grütze weg ist, größtenteils. Und das war nichts. Aua. So. Da habe ich es fast durchgeschafft und da bringt sich diese blöde Kugel wieder zurück. Ah, ich merke gerade was. Ich bin blind. So. Das dürfte das Ganze um einiges einfacher machen. Und hopp. Und jetzt hält irgendwas die Klappe, so wie es aussieht, die Säurerohre. Aber. Schon wieder was Unerreichbares, ne? Und den Säurebaden ist nie besonders gut. Aber Säure-Monster zerquetschen ist lustig. Ich wollte nicht runterfallen. Wieso auch immer ich da runtergefallen bin. Okay, hier, das hier kommt mir gerade ein bisschen verbuggt vor. Die Stelle, weil hier dürfte ich eigentlich gar nicht runterfallen können. Aber gut. Das war nicht so toll. Ich möchte dringend noch weiter hoch. Wieso muss da auch so viel Säure auf einmal runterkommen? Ich glaube nicht, dass wir es nochmal zurück schaffen. Wow. Nee. Das ist jetzt wiederum blöd. Wo sind wir jetzt? Achtung! Ich habe den Checkpoint verpasst. Nein. Dazu gibt es hier noch einer. Hier ist noch einiges. Also zum Beispiel probier noch Erfahrungsfiguren, die wir wahrscheinlich von der anderen Seite aus erreichen können.
indem wir das Ding einfach schwer genug machen. Ah, genau, da ist ein Stein zum schwer genug machen. Dann dürfte das Ganze senken. Kommen wir hier an die Erfahrung ran. Sehr schön. Und da ist wieder mal ein Hebel. Was zur Hölle? Jetzt sind wir Goblins los und dafür kommen jetzt die Dings, Nagas. Na komm, geht weg. So, nur viel zu dehnen. Es passiert überhaupt nichts. Hört ihr das? Es klingt, als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Damit mache ich nur das hier auf. Kann ich jetzt hier rumbasteln? Oder muss ich da drüben rumbasteln? Erstmal hier die Wand wegsprengen. Und dann kann ich hier hoch. Ja, jetzt kann ich hier oben rumbasteln. Erstmal das Ding zu hauen. Das sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Ja, ist es auch. Ich kann mir schon denken, was getan werden muss. Jetzt müssen wir so ein hübsches Spielchen spielen. Verbinde die Sachen. So. Nein, so nicht. Alles wieder zerlegen. So vielleicht. Nein, so kommt das zu hoch. Ja. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie geht das Rätsel hier am besten. Nein. Das war auch nicht. Sind auf jeden Fall die Teile zur Benutzung. Das so hin. Nein, das passt so auch nicht ganz. Das würde dann auf die Höhe passen, oder? Ja, das würde so passen. Ah, jetzt stehe ich im Weg. Mist. Nein, das passt so definitiv nicht. Oh, aber andersrum vielleicht. So. So. Nein.
Moment. Mal so. Ist es zu tief? So. So. Und so passt es auch nicht. Und dann die andere Seite so rumprobieren. So. So. Oder so ähnlich. Nein. Glaubt ihr mir, dass ich gerade irgendwie nicht drauf komme? Oder muss ich mir noch ein Ersatzteil hier irgendwo organisieren? Hier scheint es noch was zu geben. Aber hier komme ich nicht runter. Ja. Und auf der Seite komme ich auch nicht hoch. Ach, da bräuchte ich das Fass wahrscheinlich dazu. Aber dazu müsste ich das Wasser ableiten, weil ich kann das Fass nicht da unten drunter. Hopp. Passiert immer noch nichts. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.